Boni tara logo firu nye fini ni miye ni osa. Boni tara damadala nye sanu wali nye ni osa. Fandala nye wali jini ye ni yosan. O ye sirata ye, o ye leka sirata ye. O ye ni ya ni yoro ye, o ye kena sirata ye. ناس جاو وناس راح، الناس اللي سمعوا، الناس اللي قالوا، والناس اللي عاشوا حكايات. جاو ويجي نهار وين كلهم يروحوا، غير الكلمة اللي قعدت وسافرت. سافرت نهار، سافرت شهر، سافرت شهر، سافرت عام، سافرت عام، سافرت سنين، سافرت سنين، سافرت قرون. وغير الكلمة اللي دايما توصل للمحل نتاعها، واليوم هذه الكلمة وصلت هنا عندكم، اللي غراب واللي بعد، وكي غاديين مع بعض اليوم مش غير نحكو، ثاني نسمعو سناج بكري عاشوا وحكاو وقالوا، غاديين مع بعض نعيشوهم، نحيوهم ونرفضو كلامهم. أصنتوا باش الحكايات يسافروا، أصنتوا باش الكلمة ما تموتش. منشن منشن كومن منشن جين all diese Menschen die Geschichten gehört erzählt oder selbst erlebt haben kommen eines Tages müssen sie alle gehen. Allein das Wort bleibt und allein das Wort reist und erreicht immer und überall sein Ziel. Sein Ziel, es sind Orte überall auf dieser Welt, wo Menschen leben. Und heute, liebe Zuhörer, das Wort ist hier nah und fern zu euch angekommen. Und wenn wir gemeinsam heute nicht nur nacherzählen, vor allem zuhören, was hier den Menschen erzählt und erlebt haben. Wir gemeinsam, und das ist wie ein Wunder, wir machen diese Menschen wieder für einen Moment wieder lebendig und tragen ihre Geschichten weiter. Hört, damit die Geschichten weiterreisen. Hört, damit das Wort nicht stirbt. Wer hat die allererste Geschichte erzählt? Weiß keiner. Wo kommen die Märchen her? Von den Träumen oder die Träume von den Märchen? Weiß keiner. Wer hat als erster die Märchen in die Welt verbreitet? Weiß auch keiner. Die Wissenschaftler wissen das nicht, die Ethnologen oder wie die alle heißen, wissen das nicht. Aber man sagt, liebe Zuhörer, man sagt, die Märchenerzähler, die Geschichtenerzähler haben für alles eine Antwort. Auch wenn manche behaupten, Märchenerzähler sind alle Lügner. Das kann schon ein bisschen stimmen, denn wir verkleiden als Erzähler die Märchen. Aber die Märchen tragen immer eine tiefe Wahrheit. An euch
sie herauszufinden. Wer hat die allererste Geschichte erzählt? Ich glaube, das ist einfach zu beantworten. Das war mit Sicherheit eine Frau. Das war die allererste Frau von der ersten Zeit. Und die erste Frau von der ersten Zeit, sie trug ein Kind in die Arme und sie sang ihm ein Lied. Ein Lied ist auch eine Form des Erzählens. Ja, vielleicht sogar die schönste Form des Erzählens. Denn da haben wir mit einer Liebesbeziehung zu tun. Mutter, Kind. Die zwei anderen Fragen werdet ihr hören in die nächste Geschichte. Der Erzähler von Alger. Alger ist die Hauptstadt meiner Heimat Algerien. Zufall oder Lüge? Wie gesagt, ich lüge nicht. Und wenn ich gelogen habe, möge der Märchengeist mir verzeihen und euch die Augen aufmachen, dass die Wahrheit liegt in der Geschichte. Es ist lange her, sehr lange her. In der Stadt Alger lebte ein Schneider, das war ein besonderer Mann. Dieser Schneider liebte die Menschen, er liebte die Natur. Das Besondere an diesem Mann, er kannte viele Märchen. Woher denn? Von den Träumen. Ja, er träumte fast jede Nacht, ein Märchen, eine Geschichte, eine Legende. Er behält sie für sich. Das war noch nicht die Zeit, wo man auf die Straße geht oder erzählt. Das war sein allergrößter Schatz. Eines Tages sah der Schneider, wie die Menschen immer in Hast und Eile lebten und keine Zeit für einander haben. Noch schlimmer, er sah, wie die Menschen die Natur zerstörten. Leider, das ist heute noch aktuell. Und noch schlimmer, er sah, wie die Menschen Kriege gegeneinander führten. Das machte ihm sehr traurig. Und er sagte sich, was kann ich tun? Was kann ich den Menschen geben, damit sie zufrieden sind? Und wenn sie zufrieden sind, machen sie keine Kriege mehr und zerstören die Natur nicht mehr. Er kam auf die Idee, den Menschen sein allergrößter Schatz zu schenken. Sein Märchen. Ja, sagt er sich, ich werde den Menschen meine Geschichte, mein Märchen erzählen, dann sind sie zufrieden und dann zerstören die Natur nicht mehr und machen keinen Krieg mehr. Ja, das mache ich. Er legte eines Tages seine Schere beiseite, schloss seinen Laden, nahm einen Hocker und ging auf den Platz von Alger. Er zog einen Umhang über seine Schulter, stieg auf seinen Hocker und fing an, Geschichten zu erzählen, Märchen zu erzählen. Da sind Menschen stehen geblieben, Männer, Frauen, Kinder. Ja, sogar ein paar Hunde sind stehen geblieben. Denn sowas zuvor hat es noch nie gegeben, dass irgendjemand da steht, auf der Straße, auf einem Hocker und Märchen erzählt. Und die Menschen haben zugehört, er hat erzählt. Aber nach und nach müssen sie nach Hause gehen und der Geschäfte nach. Der Schneider kam am nächsten Tag und erzählte wieder Märchen. Da sind auch Menschen stehen geblieben. Er kam jeden Tag, tagelang, wochenlang und erzählte Geschichten. Aber immer weniger mehr Menschen blieben stehen, um seine Geschichten zu hören. Aber er kam, er sagte sich, Gott schuf die Welt nicht in einem Tag. Ich komme wieder. Und er kam, monatelang, er kam sogar jahrelang. Aber niemand blieb stehen, um seine Geschichten zu hören, seine Märchen zu hören. Aber er kam. Er ist sogar der Wahrzeichner von einem Zeichen von Alger geworden. Wenn man zum Beispiel nach seinem Werk fragt, in einer bestimmten Stelle, in einem Platz, wo der sich der Schneider befand, sagt man, gehst du da geradeaus nach oben und links siehst du einen Mann auf einem Hocker, der alleine redet, von ihm links oder rechts, je nachdem, wo man sein Werk sucht. Nach vielen Jahren, an einem Herbstnachmittag, als der Schneider auf sein Hocker stand, sein Gesicht nach oben gerichtet, die Augen zugehabt, als er mit Gott reden würde. Da kam ein Knabe, er zog ihn vor seine Ärmel und sagte, ey du, warum erzählst du? Da ist doch niemand, der zuhört. Und der Schneider schaute zu den Jungen herab und sagte, ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber wenn du weißt,
sagte der Rabbi, warum erzählst du denn weiter? Und der Schneider sagte, weißt du, es ist sehr lange her. Längst bevor du geboren warst, habe ich angefangen, Märchen zu erzählen für die Menschen. Ich wollte sie glücklich machen. Und ich dachte, wenn die Menschen glücklich sind, dann machen sie keine Kriege mehr, zerstören auch die Natur nicht mehr. Ich wollte mit meinen Märchen die Welt verändern. Und hat sich die Welt verändert, fragte wieder der Knabe. Und der Schneider sagte, leider, die Welt hat sich nicht zum Guten verändert. Aber wenn die Welt sich nicht verändert hat, beharrte der Knabe, warum erzählst du immer noch? Und der Schneider, der Erzähler, der Mann, der alleine redete, sagte, anfangs wollte ich mit meinen Märchen die Welt verändern. Heute und solange ich lebe, werde ich erzählen, damit die Welt mich nicht verändert. Machte die Augen zu und erzählte weiter. Der Knabe blieb stehen und hörte die Geschichte vom Schneider. Der Knabe kam am nächsten Tag wieder. Er kam jeden Tag und hörte die Geschichte. Er kam wochenlang, monatelang, ja sogar jahrelang. Nach vielen Jahren, eines Tages, als der Knabe, das war schon ein junger Mann geworden, auf den Platz von Algi kam, war der Schneider nicht da. Sein Hocker war da und sein Umhang auf den Hocker. Und er verstand, dass der Schneider nie wiederkommen würde. Er verstand noch mehr, denn er nahm diesen Umhang, zog es über seine Schulter und sagte sich, ich werde auf diesen Hocker nicht steigen. Und er ging um die Welt, um die Geschichte vom Schneider zu erzählen. Und diese Geschichten reisen und reisten seit Jahrzehnten, Hunderten, vielleicht Jahrtausenden bis hierher zu euch. Und wenn ihr wollt, werdet ihr noch ein paar Geschichten vom Schneider erfahren. Merci. Budrbala, budrbala, sidi, budrbala. Hey, Allah, budrbala. Hey, budrbala. Ya Baba Rima, budrbala, sidi, budrbala. Hey, Allah, budrbala. Hey, budrbala. Ya Malim Sofo, budrbala, sidi, budrbala. Hey, Allah, budrbala. Hey, budrbala.
بالا يا بنت هبرا بودر بالا سيدي بودر بالا ايه يا لا بودر بالا ايه بودر بالا يا راي الحمرا بودر بالا سيدي بودر بالا ايه يا لا بودر بالا ايه بودر بالا يا بابا ريما بودر بالا سيدي بودر بالا ايه يا لا بودر بالا ايه بودر بالا ايه يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا ايه يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا يا بابا ريما بابا ريما سيدي بودر يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا بودر بالا يا بابا ريما بودر بالا سيدي بودر يا لا بودر بالا بودر بالا يا معلم صوفو بودر بالا سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا بودر بالا يا بابا ريما بودر بالا سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا بودر بالا يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا سيدي بودر بالا يا معلم صوفو معلم صوفو سيدي بودر بالا يا لا بودر بالا يا سيدي بودر بالا يلا يا معلم صوفو بودر بالا ايه 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 بودر بالا يا بابا ريما بودر بالا ايه بودر بالا يا معلم صوفو بودر بالا ايه بودر بالا ايه بودر بالا ايه بودر بالا Liebe Zuhörer, machen wir jetzt eine Reise in Südwestalgerien, in die Gegend, wo ich geboren bin. Ich möchte nicht nur mein Lieblingsmärchen erzählen, das Märchen, die mich begleitet seit meiner Kindheit, und sie werden mich immer begleiten. Ein Märchen von meiner Oma, Mesouda. Die habe ich ja gehört als Kind, das erste Mal, ich bin überzeugt, und weiß ich dann teilweise noch, unter Nomaden zählt meine Oma. Dieses Märchen erzählt von einem kleinen Mädchen und einem alten Löwen. Ein alter Löwe, ja. Da gab es Löwen früher in Algerien. Die Atlaslöwen, die sahen so aus, so rötlich. Ja.
Die sind leider ausgestorben. Die letzten waren in die 30er, 40er Jahre ausgesichtet. Ich weiß doch, als meine Oma dieses Märchen erzählte, am Anfang, manchmal in der Mitte, nicht immer, manchmal sagt sie, ach Kinder, wo ich klein war, sagt meine Oma, ich habe in die Ferne das Brüllen eines Löwen gehört. Oh. Und wir Kinder bekamen ein wenig Angst und wir sagen, Oma, Oma, aber der Löwe kommt nicht hier. Nein, nein, sagt sie. Die Löwen kommen nicht, wo die Menschen leben. Und wir kuscheln bei der Oma. Heute denke ich, weil ich ja selber Großvater bin, dass meine Oma vielleicht ein bisschen absichtlich gemacht hat. Denn die Omas und die Opas lieben es für die Enkelkinder, weil sie kuscheln, ja. Das ist halt so. Ich hoffe vom Herzen, ja, dass bald auch kann ich meine Enkelkinder, wie viele Menschen auf diese Welt, in den Arm nehmen dürfen oder wieder. Ich hoffe sehr. Ich hoffe nicht, dass die nächste Generationen sagen, ja, früher haben sich die Leute umarmt oder die Kinder im Arm genommen oder Enkelkinder. Nein, ich bin sehr optimistisch, dass wieder unsere Familie, unsere Freunde in den Arm, sonst kann man ja nicht leben ohne diese Zuneigung. Aber bleiben wir bei dieser Geschichte. Habra, die Tochter des Löwen. So fangen die Nomaden, zumindest meine Oma, wenn sie erzählte. Harftum, ja, ma harftum. Nes bekri gelu. Gelu machaltosch. Ich erzähle euch nichts Neues. Die Alten haben es gesagt. Und sie haben sie sicher nicht geirrt. Es war einmal, ein Nomadenstamm hat seine Zelte neben einem kleinen Wald aufgeschlagen. Die Männer kümmerten sich um die Tiere. Die Frauen, wie fast überall auf dieser Welt, Haushalt, Kinder, ein Nomadenzelt ist eine Behausung. Nur eines, liebe Zuhörer, die Nomadenfrauen haben eine zusätzliche Aufgabe gegenüber den ansässigen Frauen. Die gehen einmal am Tag auf die Felder, um Logid zu sammeln. Logid ist ein Nomadenwort, beinhaltet alles, was um Feuer zu machen, alles, was brennt. Getrocknete Sträucher, Holz war sehr wenig natürlich. Kamelkot oder was sehr, sehr beliebt war und ist teilweise heute noch, das sind die getrockneten Kuhfladen. Ja, die Nomaden haben keine Kühe früher gehabt, die kamen später und ich glaube, die Kühen waren auch ein wenig verantwortlich, dass die Nomaden ansässig geworden sind. Denn mit Kühen kann man keine große Reise machen. Und ich weiß ganz genau, fällt mir ein, als Kind, wie oft habe ich mit meinen Geschwistern, mit meinen Cousins und Cousinen für meine Oma diese Logid, diese Kuhfladen gesammelt haben in der Landschaft. Wir haben sogar ein Spiel daraus gemacht. Wer der große Kuhfladen gefunden hatte, war der Sieger. Ja, das hat uns Spaß gemacht. Und in die heiße Sonne musste sie immer so eine kleine Ast, jeder hatte einen Ast in der Hand, dann außer trocken, innen weich, muss man immer erstmal reinpiksen, um sicher zu sein, dass es hart ist. Manchmal passiert es, dass mein Finger reinrutscht, ja, aber es war nicht schlimm. War alles Bio früher. Ne? Eines Tages, liebe Zuhörer, ging eine Frau mit ihrer kleinen Tochter um die Silogid zusammen. Obwohl jeder wusste, das war verboten, in diese kleine Wald zu gehen, wegen der wilden Tiere, wegen vor allem der Atlaslöwe. Diese Frau an diesem Tag sagte sich, ach, ich gehe nur am Rand und ich hole mir ein bisschen Holz. Und sie geht rein mit ihrer Tochter am Rand dieses Waldes und sammelte hastig lauter kleine Äste und machte kleine Bündel. Und sie merkte nicht, wie ihre kleine Tochter sich in den Wald verlaufen hat. Sie rief ihren Namen, Jebendi, sie hat sie gesucht und gesucht. Vergeblich, sie hat sie nicht gefunden. Die Männer vom Stamm eilten herbei und die haben auch mitgesucht. Aber keiner hat sie gefunden. Später Abend müsste sie die Suche aufgeben. Was für eine Tragödie für die Eltern, aber auch für den Stamm. Denn ein Nomadenstamm ist wie eine große Familie. Das kleine Mädchen, sie lief immer tiefer in den Wald und weinte. Ein alter, hungriger Löwe hat sie gehört und freute sich und sagte sich, ah, Rabbi Jabli Habra, Gott hat mir einen Habra geschickt. Habra kann ich gern auf Deutsch übersetzen als einen Leckerbissen.
Ah, Gott hat mir eine Leckerbisse geschickt. Das kleine Mädchen hat zuvor noch nie eine Löwe gesehen. Und die dachte, das sei eine große Katze. Sie lief zu dieser großen Katze, Tränen in die Augen, die Arme gestreckt, um Schutz zu suchen. Da hat der Löwe, als er das Mädchen so sah, sein Herz wird weich. Er hat Mitleid. Ja, so ist es mit Löwen, wenn sie alt werden. Und er sagte sich, um sich selber was vorzumachen, oh, das kleine Mädchen hat nur Haut und Knochen, ich nehme sie in meine Höhle und wenn es ein richtiger Haberer wird, ein richtiger Leckerbissen, ich werde sie verspeisen. Und so kam das Mädchen in die Höhle des Löwen. Übrigens, es geschah in einer Zeit, als die Tiere noch sprechen konnten. Eines Tages sind sie verstummt, aber das ist eine andere Geschichte. Und die Zeit vergeht. Das Mädchen bekam den Namen Habra. Leckerbissen. Schöner Name. Wo ich klein war, habe ich gedacht, wenn ich mal groß bin, heirate ich ein Mädchen, die Habra heißt. Aber ja, Habra ist die Tochter vom alten Löwe geworden und der alte Löwe ist der Vater von Habra geworden. Und so lebten sie zusammen glücklich. Eines Tages sagte der alte Löwe zu seiner Tochter Habra mit trauriger Stimme, mein Kind, ich muss dir was sagen. Du musst wissen, ich bin eine Löwe und gehöre die Welt der Tiere. Und du, mein Kind, du bist ein Mensch. Ich habe dich vor Jahren im Wald gefunden und erzählte ihr die ganze Geschichte. Und sagte weiter, und heute, ich bin so alt und müde. Und ich spüre, dass ich bald diese Welt verlassen muss. Daher habe ich beschlossen, ich bringe dich zu deinem Stamm. Ich weiß sogar, wo das Zelt deiner Eltern ist. Ich möchte nicht, dass du alleine zurückbleibst in dieser Wald. Ich habe Angst um dich, mein Kind. Habra, die etwas größer geworden war, umarmte ihren Vater ganz fest und sagte zu ihm, aber du bleibst immer mein Vater. Du warst immer so gut zu mir. Ich werde dich jeden Tag besuchen kommen. Und so kam Habra zu ihrer Stamm, zu ihren Eltern. Große Freude, Fest wurde gefeiert. Couscous wurde gekocht. Ja, und die Zeit vergeht. Ja, die Zeit, manchmal dieser Feind, der uns manche Versprechen vergessen lässt, denn die Besuche von Habra werden immer seltener und seltener. Der alte Löwe, der seine Tochter so sehr liebte und vermisste, manchmal, wenn es dunkel wurde, er verlässt seinen Wald und geht in leisen Schritten, da wo Habra wohnt, neben das Zelt draußen, einfach um die Stimme seiner Tochter Habra zu hören, um zu wissen, dass sie noch lebt, dass sie noch gesund ist. Einmal hat sie von ihm geredet, zu ihrer Schwester und Tante, und sagte, mein Vater, der alte Löwe, der ist stark, er ist mutig, er gewinnt alle Kämpfe. Mein Vater, der alte Löwe, ist wunderschön. Der alte Löwe, der draußen, wo das gehört hat, war so glücklich und zu wissen, dass seine Tochter Habra ihn nicht völlig vergessen hatte. An diesem Tag, an diesem Abend, ging er wie ein junger Löwe. Er sprang. Ja, man sagt, manche Worte wirken wie Jungbrunnen und das stimmt. Aber, liebe Zuhörer, eines Abends, als der alte Löwe, der draußen lag, um wieder die Stimme seiner Tochter zu Habra zu hören, eine Cousine, eine Schwester, vielleicht eine Tante sagt, du Habra, sag uns doch, all diese Jahre bei diesem Tier, nicht hat dich gestört? Habra blieb einen Moment still und sagt, doch, da ist was, was mich sehr gestört hat. Der alte Löwe da draußen spitzte seine Ohren und fragte sich, was werden sie jetzt sagen. Und Habra sagt, ach, es ist oft, wenn er abends nach Hause kam von der Jagd, nachdem er rohes Fleisch gefressen hatte, hat er sich neben mich hingelegt zum Schlafen. Und da hat er fürchterlich aus der Maul gestunken. So gestunken, dass ich gehasst habe, dass er mein Vater ist. Unerträglich. Der alte Löwe da draußen, bei diesen Worten spürte wie ein Pfeil sein Herz durchbohrt. Ja, an diesem Abend ging er traurig und langsam verschwand der alte Löwe in Dunkelheit des Waldes. Ja, dagegen manche Worte wirken vernichtend, sagt man auch. Bei ihrem nächsten Besuch, Habra kam nicht im Tag oder nicht abends, aber sie kam immer wieder in große Abstände. Alles
Habra wieder ihren Vater, der Artillerie, besuchte, er lag da am Boden, so traurig. Und Habra sagte zu ihm: Aber Vater, was hast du denn? Bist du etwa krank? Der alte Löwe schaute zu seiner Tochter hoch und sagte mit rauer, lauter Stimme: Habra, siehst du diese Axt, so eine kleine Steinaxt? Nimm sie. Nimm sie und schlag mich damit hier auf die Stirn. Habra erschrak und sagte: Aber Vater, was sagst du da? Ich kann dich niemals wehtun, das weißt du doch. Aber der alte Löwe brüllte so laut, dass die Erde bebte und sagte: Mach, was ich dir sage. Sonst... Habra bekam Angst und weinend. Sie nahm diese Axt. Sie schlug vielleicht nicht so stark, aber genügend, dass es blutete. Und der alte Löwe sagte weiter: Hör genau zu, Habra. Ab heute, du wirst jeden Tag kommen und diese Verletzung verarzten. Jeden Tag. So geschah. Habra kam und verarzte, kam jeden Tag und verarzte, kam und verarzte. Und eines Tages war alles verheilt. Man konnte sogar die Narbe nicht mehr sehen. Und wie immer wieder fragte Habra ihren Vater, der alte Löwe, und sagte: Bitte, Vater, was hat's von Sinn? Ich verstehe das nicht. Warum wolltest du, dass sie dich verlässt und dann verarzt? Ich verstehe das nicht. Sag's mir doch. In diesem Moment, liebe Zuhörer, stand der alte Löwe. So majestätisch können nur alte Löwe stehen. Ich wage es nicht, noch nicht. Und antwortete Habra mit einem Spruch, der jeder kennt, in Algerien und vor allem in die Gegend, wo ich herkomme, in Südwestalgerien. Er sagte zu seiner Tochter: Ja, Habra, kul jurh, Habra, ja, Habra, ghir jurh al-klam, hada ma, Habra, ja, Habra. Oh, Habra, sagte der Atullah, alle Verletzungen heilen eines Tages alle. Nur die Verletzungen, die mit Worten zugeführt worden sind, die heilen nie, oh Habra. So sprach der alte Löwe diesen Spruch. Und als die Tiere verstummten, ging der Spruch weiter. Von Mensch zu Mensch, von Mund zu Ohr, Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, bis hierher zu euch. Und wenn ihr diese Geschichte weiter erzählt, dann wird sie auch weiter heißen. Shukran. الزير الخادم دم يا
زاد غدا زاد الزيغ الخادم دم السماء والنجوم فوقنا، الأرض والبحور تحتنا، ونحن هنا. Der Himmel und die Sterne über uns, die Erde und die Meer unter uns, und wir sind hier in der Mitte. Die Frau, die aus den Sternen kam. Es geschah in einer Zeit, als der Himmel tief über die Erde lag. Es geschah in einer Zeit, als die Menschen mit unsichtbaren Welten befreundet waren. In die algerische Wüste, am Fuß des Hogar-Gebirges, zwischen zwei großen dunklen Felsen, lag, vielleicht liegt es heute noch, eine kleine, aber wunderschöne Oase. Ihr Wasser war kristallklar, umgeben von saftigen Gräsern, im Schatten schmale grüne Palmen, die den ganzen Jahr über honigsüße Datteln trugen. In diesem kleinen Stück Paradies lebte ein einsamer Nomade. Seine Eltern waren längst gestorben. Er hatte keine Frau und keine Kinder, nicht mal einen Nachbar. Aber diese Nomade besaß eine wunderschöne Kamelherde, stolze Tiere.
und sein Kamelstuten schenkten ihm jeden Tag köstliche, kostbare Milch. Datteln und Milch, was braucht der Mensch mehr zum Leben, sagt der Nomadenspruch. Aber eines Tages geschah etwas Seltsames. Eines Tages gaben die Kamelstuten keine Milch mehr. Der besorgte Nomade verbrachte den ganzen Tag zu beobachten mit seinen Tieren. Aber er sah, wie immer, sie fraßen und tranken und zufrieden waren. Aber am nächsten Tag, am nächsten Morgen, die Euter der Kamelstuten blieben schlaff und leer. Dann beschloss der Nomade auch die Nacht mit seinen Tieren zu verbringen. Er zog ein Birnus, so einen Umhang, über die Schulter. Die Nächte sind kühl in der Wüste. Und versteckte sich zwischen seine Kamele und wartete. Um Mitternacht, als der Mond hoch am Himmel war, sah der Nomade, wie ein Lichtstrahl von da oben kam, bis zu seiner Oase. Das waren Tausende, aber Tausende von Sternen, kleinen Sternen. Und diese Sterne bildeten 7 Schaukeln. Und auf 4 Schaukeln saß eine wunderschöne Frau. Und er sah, wie diese fröhlich singende Frauen heruntersprangen und eilten zu seinen Kamelschütten, um sie leer zu melken. Ah, sagte er sich, das sind sie, das sind die Übeltäterinnen, die meine Milch stehlen. Na, wartet nur, er kommt von seinem Versteck raus und will sie fangen. Aber die Sternenfrauen waren so schnell. Sie sprangen auf die Schaukeln und mit einem Ruck waren sie hoch am Himmel. Und in diese Eile haben sie diese kostbare Milch ausgeschüttet. Und seit dieser Nacht, sagt man, ist die Milchstraße entstanden. Das wisst ihr auch. Aber es gelang ihm doch, eine von diesen Frauen festzuhalten. Das war die allerschönste. Er nahm sie in sein Zelt. Er hatte so ein kleines Zelt. Er band ihren Arm auf den Hauptmast, setzte sich ihr gegenüber und sah diese wunderschöne Frau mit großen Augen, mit offenem Mund. Und plötzlich spürte er einen Stich im Inneren. Manche nennen es Schmetterlinge oder so ähnlich. Und vor allem er spürte, wie er all diese Jahre so einsam war. Dann sagte er mit trauriger Stimme, bitte, bleib bei mir, ich bin so einsam. Wenn du bei mir bleibst, dann werde ich der glücklichste Mensch dieser Welt sein. Aber wenn du gehen willst, ich lasse dich gehen. Du kannst gehen, aber ich werde wahrscheinlich diese Trennung, die kurze Trennung, dann nicht mehr überleben. Ein bisschen Erpressung gehört dazu vielleicht. Die Sternenfrau schaute und sah diese Nomade und sagte mit einem Lächeln, ich bleibe bei dir. Das war so ein hübscher Kerl, wie ne? Mulut. Ja, große Freude. Hochzeit wurde gefeiert. Als Zeuge außer der liebe Gott, diese Kamele. Ja, und sie waren glücklich und zufrieden mit seinen Kamele. Denn endlich hat er eine Frau gefunden für sich. Und sie führten diesen Kameltanz. Der Wind macht die Musik zwischen die Felsen. Und da ist auch dieser Kameltanz geboren. So eilig klang es.
Aber die Sternenfrau hatte eine Bedienung, liebe Zuhörer. In dieser Nacht, wo er sie fing, sie trug mit sich einen Korb. Und sie sagte zu ihm, ich bleibe bei dir, wenn du mir versprichst, niemals, aber niemals in meinen Korb hineinzuschauen, das meinst. Wenn du das tust, muss sie sich für immer verlassen. Er gab sein Versprechen und sie blieben zusammen. Er tagsüber blieb mit seiner Herde, mit seiner Kamele. Sie hat in dieser kleinen Oase einen Garten bestellt für Kräuter und Gemüse. Und so lebte sie glücklich zusammen. Und die Zeit vergeht. Ja, wie vorhin erwähnt, die Zeit, dieser große Feind, der uns manche Versprechen vergessen lässt. Denn an einem Nachmittag, als der Nomade alleine saß im Zelt, seine Frau war noch im Garten, da sah er im Halbdunkel auf diese Truhe diesen einen Korb und sagte sich, was versteckt sie bloß von mir? Er wurde mit einer großen Neugier befallen. Er stand auf, er ging langsam durch diesen Korb, hob den Deckel hoch, schaute hinein, fing an zu lachen, stellte den Deckel wieder drauf und ging zu seinem Platz und wartete. Als seine Frau, die Sternenfrau, zurückkam, sie blieb an der Schwelle stehen. Sie schaute ihren Korb, schaute ihr Mann, Tränen liefen über ihre Wangen und sagte, warum hast du das getan? Warum hast du in meinen Korb hineingeschaut? Du hast dein Wort nicht gehalten. Warum? Nun muss ich dich für immer verlassen. Aber, sagte der Nomade lachend, was soll diese Geheimnistuerei? Ich habe geschaut und der Korb ist doch völlig leer. Und die Sternenfrau sagte, ich muss dich nun verlassen, nicht nur, weil du in meinen Korb hineingeschaut hast. Ich muss dich nun verlassen, weil du nichts drinnen gesehen hast. Sie wendete sich von ihm ab und sie lief den Berg hoch, gar hoch, hoch. Von oben kam ein Sternenschaukel und sie trug die Sternenfrau hoch, hoch, bieten auf den aufgehenden Mond. Und seit dieser Nacht, liebe Zuhörer, sagt man, hat man die Sternenfrau nie wieder auf Erde gesehen. Die Geschichte sagt nicht, was aus dieser Nomade geworden war. Ob er immer wieder in diesen Korb geschaut hat, um etwas zu sehen. Sie sagt auch nicht, ob er überhaupt diese Trennung überlebt hatte oder nicht. Aber die Geschichte will uns etwas sagen. Aber das sollte jeder für sich herausfinden. Schokolade. يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي المجروح ديرت لي الغزالة لبعيد وقلبي المجروح ديرت لي الغزالة لبعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا زين المسرار يا زين المسرار يا زين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا زين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا بابور اللوح درت لي حجره فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمره فوق الروح وقلبي المجروح ديرت لي الغزاله لبعيد وقلبي المجروح ديت لي الغزالة لبعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا زين المسرار يا زين المسرار يا زين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا زين المسرار ماهي ناري تشعل وتزيد مقواني سهران نتكيف فوق اللوح بقات عيني وسالت قلبي تعمر بجروح
يبكت عيني وسالت قلبي تعمرت بجروح يديت العذراء خليت لي لمعيشة مرة يديت العذراء خليت لي لمعيشة مرة وقطعت البحر وقطعت البحر وقطعت البحر ديتها خليتني وحيد وقطعت البحر ديتها خليتني وحيد يا بابور اللوح درت لي حجرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي حمرة فوق الروح وقلبي مجروح درت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح درت لي الغزالة البعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفاء يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفاء يا زين المسرار يا زين المسرار يا زين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد 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 اللي يعرف حكاية وما يحكيهاش راه يتعاقبوا اللي يعرف حكاية ويحكيها وما يحكيها زين راه يتعاقبوا لو كان واحد يعرف حكاية ويحكيها واللي نقابله ما يسنطوش هذاك ثاني يتعاقبوا أنا عارف حكاية لازم نحكيها أنتم حافظين لازم تتسنطوا وإن شاء الله حتى واحد فينا ما يتعاقب ذا أنا قشيش تفايس sagt der normale Spruch, und nicht erzählt, er wird von ihr bestraft. Wer eine Geschichte weiß und erzählt, aber schlecht erzählt, der wird auch bestraft. Sehen Sie, in welcher Lage ich mich auch befinde. Oder wir Erzähler. Aber lacht nicht so schnell, der Spruch geht weiter und besagt, wenn jemand eine Geschichte erzählt und der Gegenüber nicht zuhört, der wird auch bestraft. Aber die Strafe kann nicht lieb sein, das ist nur etwas verpassen. Jemand verpasst eine Wahrheit, eine Botschaft in die Geschichte. Ich weiß, ja, eine Geschichte, ich muss sie erzählen. Ihr seid ja anwesend, nah und fern, sollt ihr auch zuhören. Und ich hoffe vom Herzen, dass keiner von uns bestraft wird. Der Wasserträger von Cordoba. Es geschah in einer Zeit, als die Stadt Cordoba von einem Kalif regiert wurde. In dieser Zeit und in dieser Stadt lebten viele jüdische Familien. Die wenigen waren angestellt am Hofe des Kalifen als Dolmetscher, Berater oder Ärzte. Aber die meisten jüdischen Familien lebten am Rande der Stadt in großer Armut, in armselige Häuser. Einer davon war Wasserträger. Um ihn, liebe Zuhörer, geht heute meine Geschichte. Dieser Wasserträger musste von früh bis spät große Mengen von dieser kostbaren Flüssigkeit abtragen für reichere Leute. Und sein täglicher Lohn reichte gerade noch für ein Laib Brot und ein paar Datteln. Und Gott hat ihm auch noch mit vielen Kindern gesegnet. Hunger war ein ständiger Gast in seinem Heim. Eines Tages bekam dieser Wasserträger ein großer Auftrag von einem reichen Kaufmann, ein gut bezahlter Auftrag. Er freute sich und sagte und versprach seinen Kindern, etwas Süßigkeit mitzubringen. Aber nach getaner Arbeit erfuhr der Wasserträger, dass der Kaufmann plötzlich abreisen musste und dass er seinen Lohn erst ein paar Tage später behält. Er traute sich nicht nach Hause. Wie soll er seinen Kindern begegnen? Er hat versprochen. Um die Zeit war ein Fest in der Stadt Cordoba und hat sich erinnert, damals als sein Vater, als Kind hat er sein Vater ihn mitgenommen in die Stadt und hatte Lust, unter die Leute zu gehen. Er ging in die Stadt. Er lief
durch die Straße, durch die Gassen und sah die fröhlichen Gesichter, die Musik, die es roch nach Zimt und Kardamom. Und er spürte seine Armut größer denn je. Nach einem Moment blieb er stehen vor einem Tisch, der beladen war mit Kuchen und Brot. Er schaute diese Brotleiber und sagte sich und dachte an seine vielen Kinder, ja, die Versuchung ist groß, wenn man arm ist. Er nahm ein Laib Brot und versteckte es unter seinen Umhang. Aber der Verkäufer, der Bäckermeister, hat es gesehen und rief zu Hilfe. Und bevor der arme Teufel sich in Sicherheit brachte, wurde er festgenommen von zwei Garten. Und das Schlimmste an dieser Geschichte, nach dem damaligen Gesetz, Allahs vom Kalif, wer stiehlt, stirbt. Ja, nach einem großen Prozess nahmen die zwei Garden diesen armen Teufel, diesen Wasserträger zum Galgen. Und einer fragte ihm nach einem Wunsch, ob er sich etwa wünschen würde. Und der Wasserträger sagte, was soll sich einer wünschen, der dabei diese Welt verlassen muss. Aber ihr müsst wissen, ihr zwei müsst ihr wissen, ich trage in mir ein großes Geheimnis. Und ich bin überzeugt, wenn der Kalif das wusste, würde mich anhören und euch beide reichlich belohnen. Und der zweite Garde sagte, ja, vielleicht spricht der Mann die Wahrheit, wir haben nichts zu verlieren. Ja, auch der Versuchung. Und so brachten sie der Wasserträger zum Kalifen und ihm erzählten, was der Mann behauptet hatte. Der Kalif wurde neugierig und sagte, erzähl mir von deinem Geheimnis, vielleicht kann er dir dein Leben retten. Und der Wasserträger sagt, ich trage in mir das Geheimnis des Granatapfelbaums. Das habe ich von meinem Vater gelernt, mein Vater von seinen Vorvätern. Das ist eine Tradition in unserer Familie. Man braucht nur einen Granatapfelkern unter die Erde zu bringen und in dieselbe Stelle am nächsten Morgen wächst ein wunderschöner Granatapfelbaum, der schon reife Früchte trägt. Ja, der Kalif besaß viel Reichtum, aber so ein Wunder hat er gern gehabt. Kurze Zeit später standen sie alle im Garten. Der Kalif, die Garde, der Wasserträger und die Hofleute. Man hatte ein Loch geschaufelt in die Erde. Der Wasserträger stand da mit einem Granatapfelkern zwischen seinen Fingern und sagte, mächtiger Herr, morgen früh in dieser Stelle wächst ein wunderschöner Granatapfelbaum mit reife Früchte. Jedoch, nur jemand, der nie gestohlen hat, in sein Leben darf diese Kern unter die Erde bringen. Bei mir wirkt das Wunder nicht mehr. Sie wissen ja, ich habe ein Laib Brot gestohlen. Der Kalif, ein bisschen erstaunt, schaute in die Runde und sagte zu einem alten Herr, der Oberhofmeister. Oberhofmeister, dich kenne ich schon als Kind, du hast meinem Vater gedient. Ich wuchs praktisch auf deinen Schoß auf. Deine Güte und dein Reichtümer sind in Kamsenland bekannt. Bitte. Der alte Herr kam in schnellen Schritten, nahm diesen Granatapfelkern, steckte es im Loch und schob die Erde drüber. Am nächsten Morgen waren sie alle da. Der Kalif, Wasserträger, Hofleute, die Garden. Aber weit und breit, liebe Zuhörer, kein Baum. Schon gar kein Granatapfelbaum. Man hat genau in die Stelle geschaut, ob vielleicht etwas wächst. Nichts. Der Kalif wurde zornig und sagte, du bist nicht nur ein Dieb, du bist auch noch ein Lügner, aber du wirst der Strafe nicht entkommen. Aber der Wasserträger blieb stand und sagte, Herr, ich bin für das Wunder verantwortlich. Fragen Sie lieber Ihren Oberhofmeister. Er muss was gestohlen haben. Das Wunder hat immer gewirkt. Der Kalif schaute zu seinem Oberhofmeister und sagte, was sagst du dazu? Sprich aber wahr und recht. Zittert und stottert, sagte der Oberhofmeister, der Mann hat recht, es ist lange her, ich war noch jung, dein Vater hat uns gelehrt, wir haben gefeiert und vom Tisch fiel ein goldener Ring, er war so schön, auf dem Teppich, keiner hat es gesehen. Ja, ich unterlag die Versuchung, ich nahm diesen Ring bei mir, ich habe es noch in meinem Besitz, ich bring's zurück, fiel auf die Knie und bat um Vergebung, mit Kalifen ist es nicht zu spaßen, wie jeder weiß. Der Kalif schaute nochmal suchend in die Runde und sagte, du Schatzmeister, genau der Richtige, gell? Du Schatzmeister. Aber der Schatzmeister wollte keine Blamage erleben und sagte, Herr, ich kann es auch nicht.
Sie wissen, wie viel Reichtümer tagtäglich kommen und gehen zwischen meine Hände. Eines Tages habe ich zwischen meine Finger eine Perle, die war so schön wie kein andere. Und sie unterlag auch die Versuchung. Also dieses Märchen hat mir vielleicht den Titel gegeben, die Versuchung. Ne? Und ich habe sie mitgenommen. Aber ich bringe sie zurück, fiel auf die Knie und bat um Vergebung. Der Kalif, verzweifelt, schaute auch weiter in die Runde. Plötzlich erhält die Stimme des Wasserträgers dahinten. Da sagte er, Herr, Herr, trau niemanden, nimm selbst die Sache in der Hand. Und da wurde es still. Keiner traute sich zu bewegen und vor allem nicht den Kalifen anzuschauen. Und der Kalif schaute nach oben, als er eine Wolke nachsah und sagte, ich muss zugeben, ich kann es auch nicht. Als Kind habe ich meiner Mutter eine goldene Brosche entwendet. Die habe ich verkauft, um mit meinen Freunden ein Fest zu veranstalten. Und sein Kopf drehen über diese versteinerte Menschen, sein Blick traf den Blick des Wasserträgers. Die zwei Männer schauten sich einen Moment und der Kalif sagte, jetzt weiß ich, was dein Geheimnis ist. Dein Geheimnis ist deine Weisheit. Ja. Geh, du bist frei. Der steht auf, dreht sich um, machte ein paar Schritte. Plötzlich er hat wieder die Stimme des Kalifen, das sagt, warte, bleib stehen. Was will er denn? Hat er seine Meinung geändert? Ja, arme Leute haben auch immer Angst. Er dreht sich um und da geschah etwas Unerwartetes. Der Kalif zog von seinem Mittelfinger einen Ring, der verziert war mit Rubinen und Diamanten, und warf er den Wasserträger zu. Und seit diesem Tag musste der Wasserträger und seine Familie nie wieder Hunger leiden. Cordoba, wie jeder weiß, ist in Spanien. Meine Geschichte, dank euch, durch euch, sie wird weiterreisen. مقنين الزين يا اصفر الجناحين يا احمر الخدين ويا كيل العين هدي مدة وسنين انت في قفص حزين تغني بصوت حنين اللي نعرف غناك منين عارف قيمتك يا طير يشويك على الجمار يشويك على الجمار ولي ما جربش المحان ما يجيب لك خبار ما يجيب لك خبار
اللي ما يعرف قيمتك يا طير يشويك على الجمار يشويك على الجمار اللي ما عنده قلب حنين مين يعرف غناك منين اللي ما عنده قلب حنين مين يعرف غناك منين ما نتفاهمو غير حنا الاثنين يا المقنين الزين يا المقنين الزين يا صفر الجنحين يا احمر الخدين وياك حيل العينين هذه مدة وسنين انت في قفص حزين تغني بصوت حنين اللي ما عرف غناك منين تعشش في الشجار وتعشش في الشجار كي تغني تتفكر ليام اللي كنت فيهم حور اللي كنت فيهم حور فرفر في الهوى طاير وتعشش في الشجار وتعشش في الشجار المبلاك ربي لحنين تقبض من دوك الجنحين اللي قدر ربي لحنين تقبض من دوك الجنحين مين يعرف غناك منين يا المقنين الزين يا المقنين الزين يا صفر الجنحين يا احمر الخدين وياك حيل العينين هذه مدة وسنين انت في قفص حزين تغني بصوت عنينا لنعرف غناك يا المقنين الزين يا اصفر الجنحين يا احمر الخدين وياك حيل العينين هذه مدة وسنين انت في قفص حزين تغني بصوت حنين اللي نعرف غناك منين Liebe Zuhörer, dieses Lied, ich bin sehr angetan, denn sie passt wunderbar zu meiner nächsten Geschichte, erzählt von Gefangenschaft. Und meine nächste Geschichte, der Kaufmann und der Papagei, die habe ich vor Jahren in Französisch gehört. Auf Deutsch habe ich sie auch mal gehört, aber ich habe die Version, meine eigene Version, ein bisschen verändert. Das hat einen Grund gehabt, denn ich ja vor 5 Jahren wurde ich eingeladen von Erzähler ohne Grenzen. Ich habe die Gründerin Michaela Sauber, die lebt in Hamburg, mal getroffen in der Schweiz und ein Treffen von Erzählern. Und als sie meine Geschichte erfuhr über Algerien und Krieg, sie hat mir gesagt, sie werden in ein paar Monaten nach Palästina gehen und ich werde ja gut dazu passen. Und ja, da habe ich gesagt, was kann ich da erzählen? Ich habe schon ein paar Geschichten wie Habla und André. Aber diese Geschichte, habe ich gesagt, die passt. Und habe ich so, ja, wie soll ich sagen, ich kann nicht sagen verbessert oder so, ne, aber angepasst ein bisschen. Genau wie das Lied redet von Gefangenschaft und Freiheit. Und so will ich euch der Kaufmann und der Papagei erzählen. Die habe ich in Palästina in Französisch, in Algerisch und auf Deutsch, aber wir haben gute Übersetzer gehabt auch. Es war einmal. So wurde erzählt, vor langer Zeit lebte ein reicher Kaufmann in ein schönes, großes Haus mit seiner Frau, seinen Kindern, seiner Dienerschaft. Dieser Kaufmann besaß viele schöne Sachen, die er aus fremden Städten und Ländern gebracht hatte. Er war eine Art Sammler. Aber von all den Sachen, die er besaß, eins war ihm am allerliebsten und es war ein Papagei, den er aus Indien vor Jahren mitgebracht hatte. Das war ein besonderer Papagei. Er konnte sprechen. Nicht wie die anderen Papageien Worte wiederholen. Nein, er hatte, man sagt, das Talent eines Erzählers sogar.
Aber seine größte Leidenschaft war das Singen. Ja, er konnte so wunderbar singen. Ich behaupte, wenn er Hände hätte, konnte er so Gitarre spielen auch. Aber nur seine Lieder waren nostalgisch. Seine Lieder waren traurig. Und während wir geübt haben, ist mir eingefallen, diese Lied, die mir meine Kindheit in Algerien geprägt hatte, über die Freiheit, über die Gefangenschaft. Yel Menfi, da ein kleines Tropfen Bitter für die See. ولدك ربي ما يخليش يا المنفي يقولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك ربي ما يخليش يا المنفي Eines Tages beschloss dieser Kaufmann eine Reise zu machen nach Indien, die Heimat des Papagei. Er fragte seine Frau, seine Kinder, seine Freunde, ob die etwas haben wollen von Indien. Indien war früher, man konnte Stoffe kaufen, man konnte Parfüms kaufen, war früher wie Paris oder München heute. Zum Schluss ging er zu seinem Papagei und sagte, mein lieber Freund, so hat ihn immer ernannt. Mein lieber Freund, ich werde morgen in deine Heimat reisen. Willst du etwas von dort haben? Und der traurige Papagei sagte, ich habe doch alles. Sogar mein Käfig aus Gold. Aber du weißt, was ich will, was ich brauche in meinem Leben. Meine Freiheit, bitte. Ich vermisse meine Eltern, meine Freunde. Nimm mich mit. Bitte gib mir meine Freiheit. Und der Kaufmann stand auf und sagte, nein. Verlang alles, was du willst, aber deine Freiheit kann ich dir nicht geben. Unmöglich. Der traurige Papagei dachte ein bisschen nach und sagte, ja, du kannst etwas für mich tun. Wenn du in meine Heimat gehst, nach Indien, bitte, geh zu diesem Papageienbaum, wo du damals mich gefangen hast und bring meine Grüße an meine Leute, an meine Familie, an meine Freunde. Sag ihnen, dass ich gesund bin, dass ich noch lebe. Sag ihnen auch, das bist du mir schuldig. Dass ich sie so sehr vermisse, aber ich kann sie nicht besuchen kommen, denn ich ja bei dir gefangen bin. Machst du das? Der Kaufmann versprach, es zu tun und er ging. Nachdem er seine Geschäfte erledigt hatte und die Geschenke gekauft hatte, er ging zum Schluss zu diesem Papageienbaum. Er stand davor und sagte, ich bringe euch Grüße von eurem Sohn, den ich ja damals und Freund, den ich ja damals mitgenommen habe. Er sagt euch, ihm geht's gut. Ja, ihm fällt auch nicht. Er sagt euch, dass er euch so sehr vermisst auch. Aber er kann euch nicht besorgen kommen, denn er ist ja gefangen bei mir. Ich kann ihm nicht die Freiheit schenken. Kaum hat er zu Ende geredet, der fiel vom Baum ein Papagei zu seinen Füßen und war tot. Oh je, das war eine schlimme Nachricht. Das ist ein nahe Verwandte, vielleicht Vater, Mutter. Auf jeden Fall, er reiste zurück in seine Heimat und nachdem er die Geschenke verteilt hatte, er zögerte einen Moment und hat er versprochen, sagt er sich. Er ging zu seinem Papagei und sagt, lieber Freund, ich glaube, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich war in einem Baum, habe ich deine Grüße vermietet. Aber wo ich gesagt habe, dass du sie sehr vermisst und dass du bei mir gefangen bist und ich lasse dich nicht frei, da fiel eine Papagei zu Boden und war tot. Und er auch. Kaum hat er zu Ende geredet, sein Papagei im Käfig fiel zu Boden und war tot. Ach, was habe ich getan? Jetzt habe ich meine liebe Freund umgebracht. Ich hätte ihm die Nachricht nicht sagen sollen, die schlimme Nachricht. Er machte den Käfig auf, holte sein Papagei, sein toter Papagei, wickelte es in ein Seidentuch, ging in den Garten, legte es zur Seite neben ein Blumenbeet und fing an, ein Loch zu schaufeln, um ihn zu begraben. Plötzlich stand sein Papagei auf die Füße und flog hoch auf den Baum, auf den höchsten Ast. Und der Kaufmann sagte, aber du bist ja gar nicht tot, mein Freund. Du lebst ja noch, du lebst. Ja,
Je suis bien vivant. Ich vergesse zu sagen, dass ich auch Französisch. Je suis bien vivant. Ich lebe noch. Und der Papagei in Indien, der zu deinen Füßen fiel, ist auch bien vivant. Er ist auch nicht tot. Das war seine Art, mir eine Botschaft zu schicken, wie ich von dir frei werde. Und das ist das schönste Geschenk, was du mir je gemacht hast. Und der Chauer sagte, aber geh nicht fort, bitte geh nicht von mir weg, ich gebe dir alles, was du willst. Ach, ihr Menschen, sagte der Papagei, ich verstehe von Freiheit gar nichts. Aber ich mache dir ein Geschenk. Pass auf, er zog von seinen Flügeln mit seinem Schnabel so sogar ein Feder und diese Fahne. Und sagte zum Kaufmann, trag diese Feder immer bei dir. Und jedes Mal, wenn du sie siehst, denk an diese zwei Worte. Der erste besagt, wenn man einen Freund hat, so wie du sagst, ein lieber Freund, mein lieber Freund, sollte man nie gefangen halten. Das zweite ist, ja, ein Leben ohne Freiheit ist ja kein Leben. Und so flog der Papagei in den blauen Himmel Richtung Indien und sang zum ersten Mal nach langer Zeit ein Lied der Freiheit. Ja, une chanson de liberté. Riyat al-Hurriya. Dankeschön.
Liebe Zuhörer, zum Abschluss noch eine Geschichte, eine kurze Geschichte über die Liebe. Ja. Eine Geschichte, die ich in Südfrankreich gehört habe. Vor Jahren habe ich sie auf Deutsch übersetzt, so sind, aber sie kann von überall sein. Liebe und Geschichten sind universell. Ja, die Liebe, diese große Unbekannte. Man hat Romane geschrieben, Gedichte. Man hat die Liebe gesungen, man hat sie verflucht, man hat sich erfreut. Weiß jemand, was wirklich Liebe ist? Das ist auch schwer, die ist vielfältig, vielleicht, ich weiß nicht. Aber eins ist sicher, die meisten Menschen auf dieser Welt sind auf der Suche nach Liebe. Manche, und das ist noch schlimmer, sie warten auf die Liebe. Nur eine Handvoll, Männer oder Frauen, sie finden schnell und überall die Liebe, Art Künstler. So wie der berühmte Picasso sagte einmal, ich suche nicht, ich finde. Ja, sie finden. Hört einfach. Der Steinkuchen. Es war einmal eine Frau, sie war schön. Sie hatte ein schönes Häuschen, sie hatte einen schönen blumigen Garten. Sie hat fast alles. Sie war nur einsam. Sie gehörte zu den Menschen, die auf die Liebe warteten. Aber diese Frau, ausnahmsweise, hatte Glück. Denn kaum fange ich an zu erzählen, er kommt schon da hinten, der Bursche, mit sicheren Schritten, ja, ein Strohhalm zwischen die Zähne, ein Grinsen ins Gesicht. Diese Männer, die ich persönlich nicht mag, sie schnappen uns immer die schönen Frauen weg. Er kam, klopfte an die Tür, die Schöne machte auf. Der Picasso, gebe ich ihm den Namen gern Picasso, nahm seinen Hut ab, machte in Reverenz, in tiefe Verbeugung und sagte, Madame, ich habe einen langen Weg hinter mir, nur für dich. Ich will dir meine Spezialität zeigen. Die Frau wird rot, aber nicht, was sie dachte oder was sie von euch denken. Er meinte schon Kulinarisches. Er sagte weiter, ich möchte dir für dich einen Steinkuchen backen. Ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der das richtige Rezept hat. Ich brauche nur den Herrn in deiner Küche, mehr nicht. Die Schöne, Schüchterne zögerte, der Picasso, der weiß, was er will. In zwei, drei Schritten war er in der Küche. Er holte von seiner Tasche einen Stein, legte es in eine Schüssel und mischt und rührt und, ich mag es nicht, aber grinst. Dann sagt er, Madame, es steht nicht in meinem Rezept, aber wenn ich eine Tasse Mehl hätte für die Konsistenz, wäre nicht schlecht. Und die Schöne sagt, Mehl haben wir immer da. Er bekam eine Tasse Mehl, schüttete das Mehl über den Stein in die Schüssel und mischt und rührt und grinst. Dann sagt er, Madame, es steht auch nicht in meinem Rezept, aber wenn ich ein Schüsschen Milch hätte, genau die Menge, was eine Kätzchen braucht, für die Liaison, für die Bindung. Wäre nicht schlecht. Milch haben wir immer da. Er bekam die Milch, schüttete die Milch über Stein und Mehl und rührt und mischt und schmeißt, grinst. Er bekam alles, was nicht im Rezept steht. Butter, Eier, Zucker, Mandeln. Und nach kurzer Zeit stand im Ofen ein Kuchen. Die zwei jungen Leute saßen am Tisch. Sie tranken Wein oder ein Cidre. Und Picasso erzählte ihr, und das kann er auch noch, Märchen. Und sie hörte aufmerksam zu. Nach 40 Minuten, nicht eine Minute länger, stand auf dem Tisch ein schön braun gebackener, duftender Kuchen. Und die Schöne sagte, na warte, dich kriege ich noch. Aber sie hat es gut gesagt. Dich kriege ich noch. Was hat, sagte sie, diese kleinen Steine in die Mitte von diesem Kuchen? Das ist doch ein gewöhnlicher Rührkuchen. Empört, sagte Picasso. Was sagen Sie da? Der Stein ist das wichtigste Bestandteil meines Rezepts. Derjenige von uns beiden, der den Stein in seiner Hälfte findet, gibt dann anderen einen Kuss. Und ausgerechnet... Ja, er sang auch ein Lied.
L'important, c'est la pierre. D'ailleurs, il s'appelle l'important. L'important, c'est la pierre. L'important, c'est la rose. Das kann er auch, ja. Ja, und ausgerechnet die Schöne fand diesen Stein in ihrer Hälfte. Sie wird wieder rot. Sie machte die Augen zu. Und der Picasso, das, der weiß, was er will, war bei ihr. Und so bekam sie diesen lang erwartete, ersehnte Kuss. Ja. Die Geschichte sagt nicht, was danach geschah, denn die zwei Jugoslawen haben den Vorhang zurückgezogen. Ja, auf dem Tisch blieb nur diesen einen Stein. Ja, liebe Zuhörer, es muss nicht immer ein Juwel oder ein Diamant, ein Rubin sein. Ein Stein, wenn man ihn richtig einsetzen kann, kann Wunder wirken. Ja, und Steine in unserer Heimat und auf der Welt, in unserer armen Heimat Deutschland gibt es genügend, kleine, große, weiße, wer es braucht. So sich bedienen. Merci. Vielen Dank. Danke, Mouloud, danke, Nabil, danke an Club Voltaire, das uns aus der Isolation rausgeholt hat, das uns ermöglicht hat für diese Begegnung von nah und fern. Vielen Dank an euch alle, die mitgewirkt haben, hinter die Kulissen, hinter die. Vielen Dank, Club Voltaire und alle Menschen, die mitgeholfen haben. Und ja, ich hoffe, dass wir uns mal bei größerer Freiheit treffen werden und noch mehr Geschichten erzählen werden, hoffentlich. Merci beaucoup. Vielen Dank. Shukran.